Dietmar Friedhoff für die AfD-Fraktion. Wunderbar, danke schön. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, sexuelle und reproduktive Gesundheit, Gleichberechtigung und Bildung für Frauen und Kinder, Hunger, Krieg, Armut, Nachhaltigkeit und Teilhabe im Kontext zum Bevölkerungswachstum. Ich möchte hier aus drei Berichten zitieren. Erstens BMZ. Für die nachhaltige Entwicklung von Entwicklungsländern ist es wichtig, den Bevölkerungswachstum abzuschwächen. Zweitens UN 1964 und 1966 Declaration of Population. Ziel war es, das Bevölkerungswachstum in Entwicklungsländern zu begrenzen. Drittens Schlusssatz der Weltbevölkerungskonferenz in Kairo 1994. Von Seiten der Eltern sollen die Bedürfnisse der lebenden und zukünftigen Kinder sowie die Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft berücksichtigt werden. Es geht also um Bevölkerungsbegrenzung und Verantwortung. Das muss uns bei der Begrifflichkeit reproduktive Gesundheit klar sein. Es geht um ein selbstbestimmtes sexuelles Leben jenseits von Kinderehen, Beschneidungen, Misshandlungen und Drangsalierungen. Es geht um die freie Entscheidung, Kinder zu bekommen, jenseits pseudoreligiöser oder pseudogesellschaftlicher Dogmen der Zwangsbeglückung, mit dem Ziel weniger Kinder und mehr gesellschaftliche Teilhabe aller Menschen. Im Hinblick auf ein zukünftiges Wachstum um 3 Milliarden Menschen in 30 Jahren in den Armutsgebieten der Welt ist Bevölkerungswachstum doch das zentrale Thema. Auch unter Berücksichtigung nie dagewesener Umweltzerstörungen, Ernährungsunsicherheiten und des Ressourcenwahnsinns. Kommen wir aber zum Schluss noch mal hier zum Bericht von Kairo 94 und hier noch mal zum Thema Verantwortung. Die Verantwortung anderen gegenüber. Verantwortung bedeutet, für seine Handlung selbstverantwortlich einzustehen, Rechenschaft abzulegen oder Strafen zu akzeptieren. Das setzt Verantwortungsgefühl sowie die Kenntnis von Wertevorstellungen und sozialen Normen voraus. Und genau hier kommt es zu einem Wertedilemma. Was bitte, wenn es verschiedene Normen und Wertevorstellungen gibt? So zum Beispiel die UN-Menschenrechtserklärung gegenüber der islamischen Menschenrechtserklärung von Kairo 1990. Ihr erhebt der Islam die Scharia über jedes staatliche Recht und den Mann über die Frau. Welche Werte sollen nun das Leben von den betroffenen Menschen bestimmen? Ihre? Unsere? Andere? Im Hinblick auf Bevölkerungswachstum, die Freiheit von Menschen und die Erhaltung unserer Welt braucht es eine offene, differenzierte, aber auch kritische Auseinandersetzung mit dem instrumentalisierenden Islam, dem politischen Islam, aber auch den patriarchalischen Staaten und Gesellschaften. Denn oft genau liegt hier das Problem. Das wäre eine echte Weiterentwicklung im Sinne einer selbstverantwortlichen Selbstentwicklungspolitik. Sie haben 60 Jahre Entwicklungspolitik betrieben. Erfolg? Die Welt schreit wie nie vor Hunger, Armut, Krieg, Ausbeutung und Korruption. Wollen Sie wirkliche Teilhabe und ehrliche Entwicklung für alle Menschen, darf es bei der Lösung der Herausforderung keine Tabus mehr geben. Ihre Anträge erfüllen diese Anforderungen bei Weitem nicht. Denn dazu braucht es mehr Klartext, mehr Realität in der Machbarkeit und den Mut zur Wahrheit. Dankeschön. Vielen Dank, Kollege Friedhoff. Die Kollegen Gabriele Heinrich, Christoph Hoffmann, Evelyn Sommer, Ottmar von Holz und Wolfgang Stefinger geben ihre Reden zu Protokoll, sodass ich die Ausschlüsse.